Ich stelle mich gerade sehr gut an, wollte ich sagen. Nein, ich stelle mich ein bisschen tollpatschig an, weil ich spiele das Programm ja noch nicht so lange und Teil 1 und 2 von Splatoon habe ich noch gar nicht gespielt. Also zweimal ganz kurz. Natürlich gefällt sie ihr. Das freut mich, das freut mich. Upp, upp, upp. Leute, ich werde hier belagert von Bomben. Das ist ja so fies. Was passiert denn hier alles? Ich lad mal die Waffe. Keine Chance. Das hättest du nicht erwartet, Nummer 1, aber ich habe sowas erwartet, deswegen hatte ich meine Waffe schon geladen. Und einen Schlüssel. Was? Ein Upgrade. So, Zack. Was sind das? Ein Törtchen oder... Nee. Die haben es hier mit ihren Fischen, ne? Wusch. Moment. Und das hier auch noch ein bisschen weg. Oh, das kleckst sich aber ganz putzig hier irgendwie, muss ich mal sagen. Das ist ja wirklich niedlich. Schmeiß ich denn da? Hast du das Spiel auch gespielt? Fragezeichen. Interessiert mich nur mal. Und wenn ja, wie gefällt's dir? Ich bin unfähig, durchzuschwimmen. Tschüss, Leute. Ach, ist das schön. Ist das niedliche Macht. So, vorsichtig, ich weiß nicht, was? Was? Vorsichtig? Oh mein Gott. Ich mag die Gatling Gun. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag die. Nee, aber Würger spielen, es sieht spaßig aus. Es macht Spaß. Also, das ist ja der Solo-Spiel-Part. Ich kann nicht genau sagen, wie es im Multiplayer ist, weil da spielt man ja gegen echte Spieler. Ob das gut belängst ist oder ob das ein Problem ist oder so. Aber hier momentan, sage ich mal, cool. Bombe! Okay. Jetzt bin ich... Ich bin ein bisschen traurig, weil ich bin schon durch mit dem Level. So. Ach, ist das geil. Ist das niedlich. So, ich habe irgendwie einen Aktenkoffer oder sowas habe ich gekriegt. Auch schön. Ich habe wenig Ahnung von der Reihe. Ich weiß nur, man spritzt hier mit ganz viel Farbe rum. Und das macht Spaß. Irgendwie. Und wenn man nicht mit Farbe um sich wirft, dann wird man flauschig. Das sage ich gleich, weil ich zeige euch das mal ganz kurz. Wenn man flauschig wird, sieht das so aus. Yay, Flausch! Natürlich stirbt man dabei, aber es macht ja nichts. Okay. Ich bin ein bisschen überrascht, weil ich hier einen Aussichtspunkt habe. Also, nochmal die Info. Wir sind gerade auf den Osterinseln angekommen, sonst würden hier keine Köpfe stehen. Auch wenn das hier so ein bisschen durch die Kuppel über uns, also die hier, mit dem dazugehörigen Loch, glaube ich, eine virtuelle Welt ist. Ich weiß gar nicht, was wir hier haben für eine Welt. Ich weiß nur, wir finden... Was ist denn das? Hitze, Herz und heilloses Chaos. Der Dünen-Hotspot Splatville. Flanieren auf dem Boulevard, Brachiale, mitten im Leben, Touristenführer, untertauchen in Splatville, Seite 54. Mhm. Würdet ihr da auch gerne sein? Hm? Gut. Hast du denn, Ueno, hast du denn Teil 2 oder Teil 1 gespielt? Weil Teil 2 hatte ja ein, auch einen Story-Modus, aber... Den habe ich nicht gespielt, weil der war ja im Game Pass, sage ich jetzt mal. Also du musstest einen Season Pass kaufen. Leider gar nicht. Okay. Dann genieße das Spiel mit mir zusammen, würde ich vorschlagen. Und bei Fragen, ruhig fragen, auch wenn ich noch nicht hundertprozentig beantworten kann, worum es geht. Was ist denn das jetzt? Den Editor oder den Ziele? Ziel-Editor. 4K. Hauptsache, es gibt 4K. Und jetzt kommt erstmal wieder der liebe Orca. Da
agiere effizient und zerstöre alle Ziele gleichzeitig. Eine Prüfung für Optimismus und Selbstvertrauen. Gut. Was soll ich machen? Eine Reifel, ja? Okay, Rifle. Wäsche nicht einsetzbar. Und was ist das andere? Okay. Ich nehme mal die Rifle mit Zielfernrohr, damit ich auch sehe, was ich treffe. Und werde mich nachher ärgern, dass ich die falsche Waffe habe, denke ich. Wobei, bei dem Spiel bin ich mir gar nicht sicher, ob das so sinnvoll ist. Na, mal gucken. Mal gucken. 50 Eier. Ich bezahle hier mit Eiern und werfe mit Klecksen um mich. Was? Zerstöre alle Ziele. Was? Mission fehlgeschlagen? Was? Was soll ich denn... Lass mich raten, ich muss den in der Mitte. Wo ist er denn mal treffbar, der in der Mitte? Der hier rum? Schade. Die Frage, wo man den gut treffen kann. Das war gerade Können. Natürlich war das Können. Oh Gott. Ja, das war... Danke, danke für den guten Schuss. Danke, das war Können. Ich sag's nochmal, richtig gutes Können. Ja. Ich war froh, dass ich die Waffe mit Zielfernrohr genommen habe. Alles andere wäre blöd gewesen. Moment. Hier ist Flausch, der mich stört. Störender Flausch. Weg mit dir. So, aber war hier nicht noch... Ich will da hoch. Ich will hier hoch. Komm nicht hoch. Moment. Wusch. Ich komm hoch. So, auf geht's. Reliktrestaurierung. Stellen wir jetzt den auf den Kopf stehenden Eiffelturm wieder her. Ich weiß sowieso nicht, was hier passiert ist mit der Welt. Die ganze Welt sieht ein bisschen kaputt aus. Also, bis auf fette Mucke, fetzige Farbe und irgendwelchen Tintenfischen und so weiter. Keine Ahnung. Also, gut. Was können wir wählen? Ein Knallerschwab-Instabombe haben wir auch noch. Aber die Knallschwaber, habe ich mich gerade verlesen. Knallschwaber-Pistole. In dieser Mission dreht sich alles um das Bemalen eines übergroßen Charakterkopfes. Okay, der wirft Bälle. Und? Noch ein Ball, okay. Gut, wir haben geübt. Ich soll was bemalen. Der Maler. Guten Tag, ich bin der Maler. Ich bin dafür da, damit wir jetzt ein bisschen malen können. Das ist mal ein großer Kopf. Muss ich den bemalen? Okay, das könnte ein bisschen länger dauern. Aber keine Sorge, wenn euer... Also ganz ehrlich, wenn ihr Handwerker seid, ja, also im Malbereich tätig seid, dann macht es bitte nicht so, wenn ihr bei einem Kunden angekommen seid, weil der Boden könnte ein wenig... euch das übel nehmen. Stellt euch das doch mal vor. Da kommt einer und kleckst so herum. So, Moment, man muss es ja perfekt machen. Hier unten ist noch ein bisschen Farbe. Ja, besser. Ich habe keine Ahnung, ob man das wirklich in Perfektion machen muss oder nur so halbwegs. Aber gut, wir kriegen es hin. Und wir haben Gott sei Dank keine Zeit, keinen Zeitdruck. Mhm. So, das ist die umgekehrte Fassung der Rasur, ne? Also man sieht's ja.
Wir gehen auch gleich nach oben, ne? Wir kommen jetzt leider nicht mehr höher. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich nach oben komme. Wo ist denn hier... Wusch. Danke für den Fahrstuhl. Ich habe die Hälfte geschafft. Renovierungsarbeiten nennt man das, ne? Also, damit ihr wisst, was wir hier tun, Renovierungsarbeiten. Und erinnert mich mal gleich daran, dass wir Punkte ausgeben. Und zwar... Skillpunkte. So, Skillpunkte bitte. Das ganze Spiel, für alle, die sich das übrigens fragen, geht auch zu steuern mit Bewegungssteuerung. Ist wahrscheinlich leichter, wenn man es kann, wenn man das geübt hat. Ich persönlich muss sagen, ich bin da ein bisschen untalentiert für. Weil das zittert dann hier so gut, ne? Also, für euch. Bist aber eben wieder weg. Na dann, danke, dass du hier warst und wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Hat mich gefreut. Bis demnächst und viel Erfolg bei allem, was du heute noch so tust und die Tage. So. Warum treffe ich denn das da unten nicht? Naja, wird wohl reichen. Ich gehe mal auf die andere Seite. Nein! Hat er den Springknopf nicht angenommen. Wo ist denn hier... nach oben. Er hat nämlich wirklich gerade, ich habe auf... Hallo? Ich habe auf Springen geklickt und er machte nichts. Brech. Okay, hier ist noch was. Okay. Was? Wirklich gute Färberate? Sieht gut aus, ja. Ah, da unten ist was angegangen. Loop. Was passiert denn jetzt hier? Teleport. Ja! Sehr schön. Auch die Mission haben wir abgeschlossen. Die hat mir gefallen, die war schön ruhig, ganz entspannt. Das war mal was. Ah, toll. So. Nu? Nu? Gute Frage. Wo lande ich denn nu? Immer noch an der gleichen Stelle, denke ich. Okay. Glaube, dein Salami will dir was zeigen. Was? Meine Salami will mir was zeigen. Wo denn? Wo ist es denn? Da. Da ist die Salami. Eine Anchovies. Also ein Anchovium. Damit kannst du deine Heldenausrüstung aufwerten. Okay. Geil. Nimm das unbedingt mit. Mach ich. Upgrades. Endlich. So, wir haben was freigeschaltet. Das hier oben nicht. Doch. Hä? Warum ist denn das gesperrt? Freischalten? Freischalten. Ach so, das ist insgesamt gesperrt. Spezialanzeige füllt sich schneller, erhöht den Schaden, den der Salami macht. Das machen wir nicht. Wir machen das hier. Okay, Upgrades werden verfügbar. Jo. Genau, und jetzt können wir das dann nämlich aktivieren. Okay, also Spezialanzeige führt sich schneller. Haben wir genommen. Ach, guck mal, wir können wir so gleich weiter leveln, weil wir können das hier noch nicht freischalten. Also können wir auch die Abwehr erhöhen. Alles gut, dann machen wir das. Wenn wir da Punkte haben, 2 von 4 hatten wir nämlich, deswegen. Okay, das sieht gut aus. Dann haben wir es. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hier ist auch wieder irgendwas mit Flausch. Wartet mal. Flausch muss weg. So. Hallo? Jetzt hat es geklappt. Er war nicht aufgeladen.
So, was ist das hier? Ein Upgrade-Punkt, ein Stück Spinddeko. Hol dir im Lobby-Terminal irgendwas. Was haben wir denn hier? Okay. Kann ich nicht verwenden. Nö. Kann ich nicht verwenden. Das war ja eben komisch. Dann habe ich hier noch was. Wir haben ja genug Fischeier, deswegen kann ich mal ein bisschen was wegräumen. Ach, das ist wirklich nur Deko, wie ich gerade sehe. Ah. Nur ein bisschen Deko. Naja. Wusch. Okay, das war nix. 800. Hier gehen wir gleich rein. Ein Upgrade-Punkt. Yay. So, ich räume ein bisschen auf, ne? Wer braucht schon was Flauschiges? Ein Stück Spinddeko. Wir haben auch einen netten Kopf gekriegt. Und ein Upgrade-Punkt. Moment, Upgrade-Punkt ist doch super. Aber wir können es nicht ausgeben, weil wir noch keine Anschubis haben. Ah! Huch. Sagte, er kriegt wenigstens ein paar Bälle. Okay. Okay, das ist aber cool gemacht. Viel größer, als ich dachte, das Level. Oh, zu wenig. Wir haben zu wenig. Schade. Wir müssen also erstmal ein Level machen. Oh, ist das cool gemacht. Also ich muss sagen, das Spiel ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Macht viel, viel Laune. So, also, Mission erfüllen. Diese Mission stellt deine Belastbarkeit unter Stress auf die Probe und überhaupt überlebe 60 Sekunden lang. Was? Ich würde gerne eine Waffe haben. 60 Sekunden. Überleben. Überlebe eine Minute. Was muss ich denn machen, außer ausweichen? Ja, von hinten auch. Okay. Okay. Ich mach mal neu starten. Aber das ist fies. Die Frage ist, ob es einen guten Punkt gibt, einen guten Spot. Also nicht in der Mitte stehen oder sowas, vielleicht am Rand oder so, in der Hoffnung dessen, dass man dann nicht runterfällt. Gut, eine Minute. Vielleicht kriegen wir es hin. Probier's mal, ich bleib mal hier hinten. Doch, hat geschafft. Ich wollte gerade sagen, Mist. Ich wurde nochmal getroffen. Aber hat geklappt. Wow. Okay, jetzt habe ich natürlich keine Fischeier eingesammelt, aber es macht ja nichts. Ich habe die Mission abgeschlossen. Und das ist cool. Es ist cool gewesen. Und schwierig. Aber jetzt wissen wir, was gemeint war mit Zeitmissionen. Ja, weil man hatte das schon. Ich hatte es ja gestern gefragt. Und definitiv. Wo ist er? Wo ist mein Salami?
der mir was zeigen wollte. Hier ist was. Da hinten. Ja. Jetzt weiß ich aber, was gemeint war mit. Wir führen hier nicht ran. Doch, jetzt. So. Mit Zeitmission. Okay, oh. Wow. Wow. Mein Salami will mir was zeigen. Ja. Aber wo ist er? Wo ist der? Also ganz klar, hier unten. So. Ich höre ihn. Ja, hier funktioniert doch was nicht. Komm mal mit. Ich hab doch das gesehen, dass da was nicht funktionierte. Gerade. Okay, aber das funktioniert, das geht. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. Moment, wo warst denn du? Mein Fischi. Mein Huhn. Was auch immer du bist. So, hier oben waren wir. Da oben müssten wir hin. Wie auch immer ich da hinkomme. Warte mal, es muss einen schicken Weg geben. Einen, den ich vielleicht noch nicht gesehen habe. Wie zum Beispiel diesen da. Oh, ich sehe übrigens sowas. Da hinten ist noch was. Und hier auch. Was ist das? Eine Goldplatte. Die Musik hier wird jetzt noch etwas cooler klingen. Spitz die Ohren. Cool. Und lange ist es her, da wurde das Land von einer Sintflut ertränkt. Und alles ward verloren, bis drei Lichter vom Himmel stiegen. Die Lichter verschlangen das Unheil und als Dank widmeten ihnen die Bürger feucht, aber fröhlich bei einem großen Fest drei Schreine. Aha, Sintflut ist passiert. Okay. Huch. Da ist ja noch mehr Flausch. So, danke. Wusch. Sehe da hinten einen Ballon. Erinnert mich gerade an Animal Crossing, wenn ihr das kennt. Da flogen ja auch zufällig Ballons über die Köpfe von den Leuten und die konnte man dann abschießen. Okay, so, nächste Mission. S1 mit dem Salami. Salmini. Okay, arbeite mit deinem Salami zusammen und erreiche gemeinsam das Ziel. Aber gerne doch. Los. Auf zur Salamischlacht. Mag ich am liebsten. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. So, gar nichts. Diese Mission dient dazu, deinem Salami und dir deinen Wert von Teamarbeit zu vermitteln. Danke für nix, lieber Roboter. Na gut, dann gucken wir mal. Auf geht's. Wir sind grün. Es geht ab. So. Bis hierhin läuft es noch ganz easy. Okay.